Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen Team Becky Challenge, bei der du mitmachen musst. Lasst mich bitte nicht alleine, denn es wird wieder eine neue Nicht-Wow-Sagen-Challenge geben. Du darfst es nicht sagen und nicht denken, und es wird wieder sehr schwer. Also macht unbedingt mit, lasst mich nicht alleine und versucht bis zum Ende hin durchzuhalten. Und schreibt mir am Ende auch in die Kommentare, ob ihr es geschafft habt oder nicht. Das würde mich mal mega interessieren. Und wenn nicht, wo habt ihr verloren? Und Leute, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Einmal, damit ich das schaffe, einmal virtuellen Daumen drücken, bitte. Und wenn am Sonntag ein neues Spooky Sunday kommen soll, bei 15.000 Daumen nach oben, weiß ich Bescheid. Ich würde sagen, ich labere jetzt nicht so viel. Wir beginnen mit der Challenge. Wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und let's go. Busch. Ich glaube, es wird schon direkt am Anfang schwer, Leute, weil ich sehe hier nur Rutsche in Regenbogenfarben. Nein, die finde ich total doof. Ehrlich jetzt. Also, aber obwohl, die sieht ziemlich hoch aus und sehr schnell. Ich meine, die schreit um ihr Leben, Leute. Die ist, glaube ich, nicht ohne. Also, ich glaube, so sehr ist sie gar nicht, das Wort, okay? Die sieht nur sehr regenbogenmäßig und bunt aus. Und ihr wisst, ich liebe bunt, aber nein, in dem Fall hasse ich es. Ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie echt Angst mittlerweile vor Rutschen. Weil die werden immer höher und steiler. So viel zum Thema Rutsche, da will mich jemand ärgern. Das nenne ich eine Regenbogenrutsche. Da gibt es so viele Spuren und du plumpst doch nicht mal richtig ins Wasser. Was ich sowas von hasse, ist immer, wenn man genau da reinfällt, so richtig reinplumpst, so voll einmal untertauchen. Das hasse ich so sehr. Das nenne ich Nail Art. Die macht einfach mal eine komplette Wednesday drauf. Auf einen Nagel. Habt ihr gesehen, wie gut das aussah? Also, das ist krass. Was ich mich nur frage ist, wie machst du das, wenn du das immer von deinen Nägeln abmachst? Das könnte ich niemals. Das ist ein Kunstwerk. Perfekte Sommernacht. Sag mir nicht, dass... Doch, Leute, es wird eine Poolparty. Die packen einfach mal einen Swimmingpool in den Pool. Leute, der Pool ist auch noch beleuchtet. Geht's einfach mal noch... Ja, es geht noch cooler, Leute. Die machen sich einfach mal Slushy-Eis. Warte, gibt's einen Slushy-Eis-Maker? Ich brauche sowas. Ich brauch's für den Sommer. Boah, wer hätte Bock auf so eine Sommerparty, Leute? Beckys Sommerpool-Party. Nein, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache mir meine Sommer-Bucket-List und hake die ab und nimm euch mit. Leute, das ist die Idee. Habt ihr Bock drauf? Das ist einfach mal Straßenkreide. Wie geht das? Das ist ein Kunstwerk. Nein, ich sage nicht das Wort. Das ist hart. Leute, bei mir Jungfrauen ist es immer sehr schwer mit mir. Boah, die ist auch noch dabei im Aquarium? Schwimmt einfach rum? Ich würde das so gerne mal sehen. Summer Bucket List Day One. Oh mein Gott, ich muss das machen, Leute. Ich muss das auch machen. So eine Sommerliste mit all den Dingen, die man unbedingt im Sommer erleben will. Auf dem Trampolin schlafen. Soll ich mir deswegen extra ein Trampolin holen? Ich glaube schon. Super Mario Nägel. Oh nee, das wird hart. Das wird echt hart, wenn die gut aussehen. Und die sehen gut aus. Nein, Leute. Nein, zeig mir was anderes. Zeig mir was anderes. Die hätten das Wort verdient, aber ich sage es nicht. Nein, ich spare es doch auf. Was ist das? Oh, Slime oder so? Ich frage mich bis heute, wie man sowas hinbekommt, dass der so gut aussieht. Weil ich krieg's nicht hin. Ich bin einfach unbegabt in sowas. Wir haben schon so oft versucht, Leute zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Ich check's nicht. Ich check es einfach nicht. Ich bin einfach zu blöd dafür, Leute. Habt ihr schon mal sowas Nices hinbekommen? Der sieht aber sehr smooth aus. Das sind doch gar keine Haare mehr. Erstmal, wie lang bitte? Ich liebe lange Haare, wie ihr wisst. Aber wie gesund sehen die aus? Oh, ich bin so froh, dass er nicht vorhin abgeschnitten hat und nur die Spitzen abschneidet, so ganz bisschen. Aber das sind, glaube ich, die besten Haare, die ich jemals gesehen habe, die gesündesten. Boah, habt ihr schon mal so eine riesen Katze gesehen? Digga, das ist doch keine Katze mehr, das ist ein Tiger. Das ist ein, wirklich ein Stubentiger. Leute, es gibt ja dieses Wort Stubentiger. Das passt so gut gerade zu dieser Katze. Ich muss mich zusammenreißen. Alter, guckt euch diesen Make-up-Look an. Ja, wenn es plötzlich an der Tür klingelt und du so die Tür öffnen musst. Oh mein Gott, sag mir nicht. Ja, sie schneidet das auf und raus kommt Farbe. Nur Farbe? Oder wird noch irgendwas daraus gemacht? Irgendwie nicht. Aber irgendwie hört sich das Geräusch lustig an. Aber ich dachte, sie macht noch irgendwas daraus. Oh, darf ich O sagen? Das war eine ganz knappe Kiste.
Digga, das ist einfach nur Styropor. Styropor mit Schleim oder so. Sieht sehr klebrig aus. Sehr, sehr klebrig. Aber so ein ganzer Kanister voll ist schon echt cool, ne? Becky, reiß dich zusammen. Nein, das ist aber so hart. Nein, zeig mir bitte keine Meerjungfrauen. Leute, ich will unbedingt wieder Mermaiding machen. Aber ich hätte so gern so eine Silikonflosse, weil die sieht schon sehr echt aus, ne? Aber ich sag's euch, vielleicht ist es gar nicht so einfach. Es ist wirklich schwer. Vor allem, wenn man nicht allzu oft am Tauchen ist. Prinzessin Peach Nails und Bowser? Oh nein, die will ich gerne haben. Leute, nein, die sehen so gut aus. Sogar Bowser, obwohl ich Bowser nicht mag. Wie kriegt man solche Nägel hin? Leute, guckt euch das Endergebnis an. Sag nicht das Wort, Becky, denk es auch nicht. Nein, du darfst es nicht. Puh. Einmal kurz durchatmen. Was macht er denn? Minecraft? Aus Ballons? Irgendeine Figur? Steve? Ja! Wow! Oh mein Gott! Wenn du vergisst, dass du das Wort sagst, ich habe mich doch so angestrengt. Ich habe vergessen, dass ich in einer Nicht-Mausagen-Challenge bin. Ich hasse es. Leute, ich habe verloren. Oh nein, sag mir nicht schon wieder eine Ballonfigur. Es sind so viele rosane Ballons. Was wird das? Hä? What? Der Eiffelturm? So, was ist los mit den Leuten? Die machen ja immer krassere Sachen. Was ist das denn? Ein Bubble Blaster, aber der macht solche Rauchbubbles? Rauchseifenblasen? What? No way, bitte zerplatzen. Er hat's getan. Er hat's getan. Ich lieb ja sowas. Aber ehrlich jetzt, wo gibt's sowas Cooles bitte? Oh, Baby. Guckt euch diese Farben an. Das ist eine Seifenblase, Leute. Gebt euch das mal. Alter, ich könnte drin versinken, ne? Das sieht so magisch aus. Heftig. Aber ich krieg solche riesen Seifenblasen nicht hin. Die zerplatzen irgendwie immer. Ich hab's schon so oft versucht. Also, bei mir geht das nicht. Bowser Make-up. Das ist krass. Das sieht eins zu eins aus wie Bowser. Was ist mit den Leuten los? Was ist das denn? Eine grüne, schleimige Paste oder was? Was macht er jetzt? Hä? Macht er damit was sauber? Irgendwie ein LKW oder so? Was ist das? Aber ich will es auch machen. Sieht verdammt schmierig aus, aber es ist so schön grün. Ich will es auch machen. Ein Riesen-Bernhard. Und noch eine Eisrutsche. Er hat so viel Spaß. Und was? Es gibt noch eine Eistreppe? Der schlittert da einfach mal durch. Ich will auch. Ehrlich, Eisrutschen sind so cool. Wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, auf eine Eisrutsche zu gehen, tut mir den Gefallen und geht darauf. Wirklich, ihr werdet es nicht bereuen. Schon wieder Straßenkreide-Gemälde? Ja, sowas von. Aber er hat ja gar keine richtige Straßenkreide. Ne? Er hat so richtige Malerkreide, glaube ich, so. Für richtige Künstler. So sieht es natürlich auch viel besser am Ende aus. Ja, aber du musst trotzdem erstmal so malen können und das kann ich definitiv nicht. Die sind im tiefsten Winter. Was? Ich glaube, das würde ich jetzt die ganze Zeit machen, weil es einfach so cool ist. Was ist das? Ich möchte es gerne haben. Ich möchte das auch machen. Hä, das ist wie ein Spiel, wo du ganz schnell drücken musst und nur einige ploppen so zurück. Okay, vorher. Jetzt kommt da irgendwas rein. Jetzt wird sie geföhnt. Ihre Haare sehen jetzt schon richtig gut aus. Und... das ist flüssiges Gold. Gebt euch mal vorher und dann nachher. Was ist er bitte? Kann er das auch mit meinen Haaren machen? Die brauchen auch mehr Glanz. Ist sie auf Rollschuhen? Wie kriegt man das bitte hin? Oh mein... Ich bin sprachlos. Als hätte man das nicht noch toppen können. Nein, sie haut da noch einen Handstand raus. Ich hätte so Angst bei den Dingern. Ich weiß nicht, allein schon beim Zusehen habe ich Angst. Regenbogenhaare. Aber habt ihr schon mal so lange gesehen? Der drunter ist wirklich... ein kompletter Regenbogen. Ich wünschte, jemand würde das mit meinen Haaren hinbekommen, aber nein, Leute, ich habe aufgegeben. Ich habe einfach komplett aufgegeben. Cotton Candy Cake? Was? Leute, soll ich das auch mal machen? No way. So easy? Leute, soll ich das mal machen? Dann mache ich daraus irgendwie ein Kurzvideo oder so. Dann nehme ich euch mit. Lasst es mich mal mit einem Regenbogen-Emoji jetzt in den Kommentaren wissen, ob ich das machen soll. Weil das sieht so gut aus. Ist doch verdammt viel Zucker, aber ich will es mal gerne ausprobieren. Man muss ja nur die fertigen Zuckerwatten kaufen. Eine riesen Zuckerwattenblume. Ist das eigentlich das Wort? Oh mein Gott, die wird immer größer und größer. Und die wird immer bunter. Und die kriegt jetzt auch noch eine Form. Das ist eine verdammte Blume. Und da kommt noch mehr Zuckerwatte drin.
schade, es zu essen. Ehrlich, könntest du eine Blume nicht essen? Das ist ein richtiger Ariel die Meerjungfrau-Moment. Krass. Aber ich hätte auch ein bisschen Angst, ne? Ich weiß auch nicht. Süß anzusehen, aber ich hätte auch ein wenig Angst. Barbie-Nägel! What? Nein! Nein! Wie kann man das noch danach abmachen? Aber wisst ihr, solche Nägel sind richtig teuer, ne? Richtig, richtig teuer. Und wenn ich teuer meine, dann meine ich das auch. Ein vereistes Trampolin. Oh, ich mag das Geräusch. Ich würde auch gerne. Das sieht nach so viel Spaß aus. Bestimmt so viel Spaß, das Geräusch alleine. Allein deswegen. Ja, Leute, habt ihr die Challenge geschafft? Ich fand sie so schwer. Also schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hab euch so, so da lieb. Bye!